Das müdeste Erdmännchen, das es gibt. Nein, ich. Ich. Wir beide. Gute Nacht, Jan. Gute Nacht, Henry. Alle Augen zugemacht. Wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Ja! Was ist denn? Hör dir das mal an. Ach, ich glaube, ich weiß schon, was das ist. Das ist eine Schildkröte. Eine Schildkröte? So hört sich doch keine Schildkröte an. Wie hört sich eine Schildkröte denn sonst an? Na, auf jeden Fall nicht so. Das klingt viel zu schnell für eine Schildkröte. Ach, dann ist die Sache ja klar. Die Schildkröte sitzt in einem Rennauto. Was? Aber wieso in einem Rennauto? Na, ist doch ganz einfach. Die hat sich ein Rennauto genommen, damit sie schneller ist. Und jetzt flitzt sie damit immer hin und her und hin und her und hin und her und hin und her und hin. Jan, mir wird ja ganz schwindelig. Ach, ich würde mir so eine Schildkröte im Rennauto wirklich gern mal angucken. Ich auch. Lass uns mal gucken, wo sie ist. Ja! Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Ah! Es kommt von hier! Huch, wo sind wir denn jetzt gelandet? Und wo ist die Schildkröte? Komm, wir fragen mal die Frau da drüben. Ja. Hallo, Frau! Hallo! Ups, Erdmännchen, wo kommt ihr denn plötzlich her? Na, aus der Erde. Ja. Was machst du da? Ich bin Schneiderin. Ich nähe Kleider und sowas. Hast du vielleicht eine Schildkröte gesehen? Im Rennauto? Nein, nicht wirklich. Aber ich kann natürlich gleich mal nachschauen. Ich muss nur erst noch diesen Reißverschluss in die Jacke nähen. Ein Reißverschluss? Ja, damit kann man die Jacke auf- und zumachen. Das ist das Geräusch! Ja, hab ich mir gleich gedacht. Und ich dachte, da düst eine Schildkröte im Rennauto herum. Nee, ich glaube eher nicht. Aber ich habe hier zwei kleine Kissen. Die sehen aus wie Schildkröten. Oh, sind die süß. Ja, total süß. Die schenke ich euch. Oh, danke schön. Ja, da freue ich mich. Ich auch. Jetzt bin ich aber auch ganz doll müde. Du auch, Henry? Ja. Gute Nacht, Henry. Schlaf gut. Was meinst du, Jan? Ob so eine Schildkröte überhaupt ein Rennauto fahren kann? Und müsste die da nicht erstmal einen Führerschein machen? Jan? Jan? Schläft schon. Tja, dann muss ich ihn wohl morgen fragen. Thank you.
Die Sandmann-Klassiker. Jetzt überall im Handel und unter sandmann-shop.de. Da staunst du, was?